verarbeitet wird. Bei der Ausbildung der Spezialhunde ist es auch wichtig, dass die Hunde gegenüber dem normalen Schutzhund eine sehr gute Arbeitsfreude haben, Umwelt- und Bewegungssicherheit sind und den überdurchschnittlichen Spieltrieb. So, Sie sehen, der Hund schnüffelt jetzt hier alles ab. Und er legt sich dann vor dem Glas, wo der Sprengstoff ist, hin ab. Der Hundeführer zeigt hier nochmal zur Konditionierung, wo der Sprengstoff ist. Und dann wird der Hund mit seinem Spielzeug bestätigt. So, wir können das nochmal wiederholen an der anderen Stelle. Will jemand mal von den Kindern, bräuchte ich eine Hilfe? Hier, den jungen Freund mit der Mütze. So. Nimm mal das Glas und du das mal an eine andere Stelle hinstellen. Genau. Super. Ab sofort Hilfsausbilder. Danke. So, nochmal zu den Einsatzproblematiken unserer Diensthunde bei der Bundespolizei. Hier gibt es eine Prüfungsordnung der Bundespolizei für die Spezialhunde. In der Prüfungsordnung ist festgeschrieben, aufgrund der Einsatzbedingungen, dass jeder Hund im Flugzeug 2 Suchlagen zu absolvieren hat, was Sie dann sehen werden im Handgepäck, also Koffer, Tasche, 2 Suchlagen, dann ein Schwerpunkt ist ja bei uns auch noch die Absuche von Gepäckschließanlagen, so dann Kfz, Reisezugwagen, Güterzugwagen, alles, was Sie sich so vorstellen können, werden unsere Hunde eingesetzt. Und hier auf dem Flughafen ist immer ein Hund da, um bei spezifischen Lagen diese zu bewältigen. So, das große Einsatzfeld, was bei uns in der Bundespolizei noch ist, die Bundespolizei ist ja verantwortlich für die Sicherheit der Objekte und Anlagen der Bundesregierung. Und das heißt eben, wenn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hier nach Deutschland kommen, wird im Vorfeld diese Objekte und Anlagen durch die Sprengstoffspürhunde abgeschirmt. So, hier werden wir mal sehen, wie der Hund in diesen Gepäckstücken den richtigen herausfindet, wo der Sprengstoff drin ist. Sie sehen auch, was hier noch ganz wichtig ist bei den Spezialhunden, dass in der sogenannten Fachsprache die Führigkeit der Hunde gewährleistet sein muss. Also dort, wo der Hundeführer hin zeigt, hat der Hund zu suchen. So, noch ein Gehilfe. Hier das junge Fräulein. So, den Karton mal nehmen und woanders hinstellen. Super. Ich bedanke mich. So. Wieder richtig, damit Sie mal sehen jetzt, was der Hund
gesucht hat. Also in diesem Kordon befindet sich Sprengschnur, das sind 2 Meter, das ist 10er Sprengschnur. Diese Sprengschnur ist gefüllt mit Nitropenta-PDN, das ist militärischer Sprengstoff. Wie gesagt, auf diese 2 Meter sind 20 Gramm Sprengstoff drin. So, als letztes werden Sie jetzt sehen die Absuche von Gepäckstücken. Zuerst werden wir mal Ihnen demonstrieren eine sogenannte Leersuche. Ist ja nicht immer, wenn unsere Kollegen da mit den Hunden zum Einsatz kommen, dass da irgendwo Sprengstoff versteckt ist, sondern in der Präventivabsuche, also vorbeugenden Absuche, werden ja auch Objekte und Einrichtungen abgesucht, wo kein Sprengstoff versteckt ist. Und hier muss der Hund trotzdem konzentriert suchen, auch wenn sich bei den Hunden immer in der Fachsprache sagt man Erwartungshaltung, er ist immer bemüht, irgendwann zu seinem Triebziel zu kommen, das Spielzeug zu bekommen, aber wenn nichts ist, darf er nichts anzeigen. Und in der Ausbildung wird sehr viel Wert auf die Leersuche dieser Gepäckstücke oder bei Einrichtungen und Objekten gelegt, dass der Hundeführer sich eben hundertprozentig darauf verlassen kann. Ist was da, zeigt der Hund an, ist nichts da, zeigt er kein Anzeigeverhalten. So, die Absuche von Gepäckstücken ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ein Hund bewältigen muss. Und in ganz Deutschland macht das nur die Bundespolizei entsprechend ihrer Aufgabenstellung. Also Sie sehen hier wieder ganz deutlich, der Hund sucht dort, wo der Hundeführer zeigt. So, nach dieser Leersuche wird der Hund nicht bestätigt mit seinem Spielzeug, wie Sie gesehen haben, sondern er bekommt nur einige Streichleinheiten von seinem Hundeführer, damit diese Verknüpfung, wie ich sie eben vorhin erläutert habe, erhalten bleibt. So, jetzt die Hilfsausbilderin wieder. Oh, ganz schwere Sache hier. Super, danke. Kleiner Applaus hier für meine Hilfsausbilderin. Danke. So, und nun wird Johnny uns den richtigen Koffer zeigen. So, noch jemand? Das junge Fräulein hier vorne, nochmal den Koffer umstellen. Thank you.
So, damit sind wir am Ende unserer kleinen Vorführung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag hier am Flughafen Dresden. Danke. Wunderbar. Wir bedanken uns.